Oder eine. Das ist halt das. Wie lange machen wir die schon? Oh, 90 Minuten. Ah, okay. Wir haben die halbe Insel erkundet. Da. Oh, Alter, auch schon nicht da hinten. Wer kam denn auf die Idee? Wie sagt, warum? Nur genug. Okay, Phoenix ist sozusagen geschwächt. Und dann mal gucken. Ja, der Kopf wird wieder entfernt. Oh, da ist ein Boot. Was gekennt er das? Geil. Zum Glück habe ich mal ein Schiff gefunden. Ein kleines Bötlein. Okay, die Schwimmerei geht nochmal los. Yay! Alter. Hau ab. Nein. Okay. Einmal getroffen ist keinmal. Einmal getroffen ist schon kacke, aber egal. Dreimal treffen ist noch beschissener. Das ist ja mit einer dieser Enten, oder? LOL, als ob es so ein Hahn ist, gegen den ich kämpfen muss. Okay.
Als ob. Natürlich. Na klar, ein Hahn. Kein besseres Tier dafür gefunden, echt. Jo, gut, dass ich den ganzen Weg jetzt auf mich genommen habe, um einen Hahn zu killen. Das hat mich erfüllt im Leben. Warum geht das nicht? Weil... Jetzt geht's. Ich weiß, weil ich noch laut spielen in Gefahr war. Es ist egal. Ich laut spiele in Gefahr war, schätze ich mal wohl, dass es deswegen nicht funktioniert hat eben. Dieser blöden Schnellreise. Ach ja. Schnellreise ist doch was Feines, ey. Deswegen. Ich bin schon froh, dass es die gibt, die schnelle Reise. Wenn es die nicht geben würde, Alter. Nö. Nur die erste gibt es nicht. Ja. Achso, ich muss jetzt mal mit meiner Mutti reden, ja? Genau. Tod und Chaos. Tod und Chaos. So, Mutti, ich habe alles gemacht. Also wirklich alles. Mehr geht nicht. Mehr ist Hörst nicht du drin. Nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Cassandra, pass dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Wo finde ich diese Mörder? Und, was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Was für Beweise soll ich finden? Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Gut. Wenn du natürlich die Attentäter, ja, wir haben ja schon alles entdeckt insofern. Ist sowieso geil. Ich spiele es ganz gerne so und entdeckt mal alles und dann. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Dann gehe ich auch weiter.
Und jetzt macht man als letztes so, als ich fand es mal ganz gern, so als Finale der Insel macht man die Hauptquest. So ein bisschen so als letzte Ding, was man dort auf der Insel dann macht. Ein Höhleneingang. Da sind sie drin. Die Mitte jetzt auch getan, aber gut. Ach, hier waren wir doch schon. Oh, gehen wir nochmal hin. Ja gut, ich glaube, man doppelt sich da ein bisschen, ne? Ja. Eine andere Beweggründe. Ja gut, okay, werden wir bestimmt da ganz hinten sein. Da, wo auch der Ostrakus-Rätsel war. Chat. Ja? Auch für dich. Da wird er ja wohl kein Kopfgeld bekommen, oder? Und? Das ist gleich mein Kopfgeld. Sehr gut. Was? Bengel, geh mir nicht auf den Sack. Damit auch wirklich tot ist, ne? Man muss ja nachgucken. Man muss ja sicher gehen. Wenn der überleben würde, wäre ja kacke. Schon dort. Du wirst folgen. Und nicht genau jetzt. Warte, nein, noch nicht. Oh Gott. Nein, aufhören. Oh Gott, aufhören. Uah. Nicht mich abstechen. Das tut dann doch ein bisschen zu doll weh. Mütze, Münzen und Brief. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Bringen wir den mal zurück zu Myrene. Aua, das ist so schwer. Okay, die Quest ging jetzt schnell. Ah!
So, und zack. Ah, nö, dann nicht. Ich dachte eben, er wäre ein Kopfgeldjäger. Dumm die dumm, die dumm die dumm, dumm die dumm. Ich brauche es manchmal nicht so lang zum Laden. Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta war schon immer korrupt. Wie kannst du das sagen, nach dem, was Sparta dir angetan hat? Sie haben unsere Familie zerstört und den Kult ins Land gelassen. Warum sagst du nur immer sie? Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Okay, Tod und Chaos. Kultistenhinweis auf Naxo. Ja, Kult des Kosmos. Wer? Wir enthüllen ihn. Wir reißen eure Statue nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Sehr schön. Und zu welchem Ding gehört das? Zu der Linie. Gut, hier haben wir noch wieder ganz, ganz wenige gekillt. Deswegen das ja. Sehr gut. Geht das jetzt gleich wieder? Das wäre doof. Man geht jetzt einfach so richtig schnell und man lädt 3 Jahre. Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht seien Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Das wird einfach. Du hast recht. Keine guten Aussichten.
für Paros. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Natürlich.